Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kollegin Spranger. Ich glaube, man kann gar nicht oft genug hier sprechen über die grundsätzliche Rolle der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Ich lasse mal jetzt weg die Wohnungsverkäufe der Vergangenheit und was alles schiefgelaufen ist. Das wissen Sie ja. Und ich will einfach nochmal, Herr Schneider, melden Sie sich doch einfach hinterher und rufen dich immer dazwischen. Wenn Sie was inhaltlich beizutragen haben, dann ist das herzlich willkommen. Es geht um eine Wohnungsversorgung, da steht immer so ein bisschen schwammig, breiter Schichten der Bevölkerung. Da bin ich sehr dafür, dass wir das mal ein bisschen näher definieren. Es geht um einen modernen Bestand, insbesondere denken wir da an die energetische Sanierung, die ist notwendig in vielen Fällen. Und das Dritte, diese landeseigenen Gesellschaften sind auch ein Vermögen dieses Landes, Berlin, und wir als Haushaltsgesetzgeber sind dafür auch zuständig. Wir haben darauf verzichtet, bis auf diese symbolische Million bei der HOVOG. Wir haben darauf verzichtet, von denen eine Ausschüttung zu verlangen. Dafür, und das finde ich auch nach wie vor richtig, sollen die aber in einem geordneten Verfahren an der Reduzierung der Schulden weiterarbeiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. In der Vergangenheit ist da viel Geld rausgezogen worden. Ich sage mal, in Sichverkäufe und Ähnliches. Die müssen auch weiter an der finanziellen Gesundung arbeiten. Das sind die wesentlichen Ziele. Und das Vierte, das ist, was wir uns alle erhoffen als Wohnungspolitiker, dass man mit diesem Bestand 280.000 Wohnungen das Mietniveau in der Stadt in irgendeiner Form und Weise beeinflussen kann. Wir sprechen da immer von Dämpfung. Kann man mit ungefähr 15% die Mietentwicklung in Berlin dämpfen? Ich denke, in einem gewissen Maß ja. Wie viel das ist, müssen wir vielleicht uns von Herrn Müller noch mal ausführen lassen. Und jetzt ist die Frage, wie geht man eigentlich mit denen um? Wie regiert man über so ein Milliardenvermögen eigentlich? Und da, das hat die Kollegin Lomscher auch kritisiert, da machen Sie eine quasi freiwillige Vereinbarung, Herr Müller. Und auch wir finden, das ist ein bisschen dünn. So eine quasi freiwillige Vereinbarung, das kann man als PR-Geschichte mal machen und ein paar bunte Pressefotos erzeugen, wie Sie da stehen mit den sechs Vorstandsvorsitzenden und Frau Kern. Aber eigentlich stellen wir uns das anders vor. Wir stellen uns das so vor, dass wir als Parlament etwa im Beteiligungsausschuss darüber reden, was mit den Überschüssen zu tun ist. Wofür geben wir die aus? Wie viel für Schuldenabbau? Wie viel für Neubau? Wie viel für Modernisierung? Und last but not least, wie viel wenden wir auf, damit Leute, die ihre Miete anders nicht bezahlen können, etwas günstiger wohnen? Das wollen wir mit Ihnen hier im Parlament besprechen. Sie lehnen das bisher ab, aber das ist nach wie vor, glaube ich, der einzig korrekte Weg, überhaupt damit umzugehen. Sie haben in Ihrem Bericht, auch darüber ist schon gesprochen worden, verschiedene Erfolge dieses sogenannten Bündnisses aufgelistet. Ich glaube, da ist ein bisschen was passiert, aber es gibt auch viel Kritikwürdiges. Ich sage mal, Ihre Quote, die Sie sich vorgenommen hatten für Haushalte mit wenig Geld, die ist ja nur sehr knapp erreicht worden. Und das haben wir in den Diskussionen mit den Wohnungsbaugesellschaften gemerkt, was Sie wieder nicht geschafft haben, ist, dass insbesondere Leute, die ALG II beziehen, tatsächlich eine neue Wohnung bei Ihnen bekommen haben. Das wissen Sie nämlich nicht und Sie konnten, auch die Vorstände konnten diese Frage nicht beantworten. Ihre Quote richtet sich nach dem WBS. Wir alle wissen, in WBS kriegt man mit einem Berliner Einkommen relativ leicht. Es gibt so Schätzungen, dass bis 2/3 der Haushalte in Berlin WBS-berechtigt sind. Da kommen wir also als Kriterium nicht richtig mit weiter. Unser Vorschlag war und ist, eine Quotierung zu machen, 1/3 der frei werdenden Wohnungen für Menschen, die Transferleistungen erhalten, das 2/3 für Menschen, die einen WBS haben, aber ein Einkommen. Ich sage mal, da ist immer die Verkäuferin hier das schöne Bild dafür. Und das 3/3 einfach frei vergeben. Diese Quotierung ist, glaube ich, nach wie vor ein sehr guter Vorschlag und der sollte in die nächste Überarbeitung des Bündnisses unbedingt hinein. Ein letzter Aspekt ist der Wohnungstausch. Frau Spranger hat hier recht stolz verkündet, dass 120 Wohnungen getauscht wurden bei einem Bestand von 280.000. Muss ich mal sagen, ist 120 Wohnungen nichts. Absolut nichts. Das ist so gerade mal ein Staubkorn über dem Boden. Die Chance, die im Wohnungstausch liegt, die ist hier, glaube ich, noch nicht von allen erkannt worden. Wir haben eine Wohnfläche durchschnittlich von, sage ich mal, 40 Quadratmeter, ein bisschen drunter in Berlin. Wenn Sie durch einen Wohnungstausch erreichen, dass ein Mensch mehr versorgt wird, sparen Sie 40 Quadratmeter mal 2.500 €. Sie können 100.000 € sparen bei jedem Wohnungstausch. Und da muss man ein paar mehr Anstrengungen machen. Da muss man vielleicht auch den Leuten ein bisschen Geld bieten, dass die das wahrnehmen.
dass Leute von größeren in kleinere Wohnungen umziehen. All das passiert noch viel zu wenig und da erwarten wir mehr und werden entsprechende Vorschläge hier einbringen. Dankeschön.